egal, wenn du irgendwie in ein Interview reingehst, du lässt kleine Bomben los. Und ich glaube, du bist helle genug, um zu wissen, dass du damit was auslöst. Die Frage ist, ist das Kalkül? Ich gebe dir ein Beispiel. Du sitzt bei Harald Schmidt und du sagst, das ist jetzt schon Jahre her, aber du sagst, Wedel ist ein Arschloch, behandelt seine Schauspieler scheiße und hat immer noch nicht gezahlt meine Gage. In dem Interview damals mit Schmidt, in der Harald Schmidt Show, sagst du auch, dass es genau zwei Leute gibt, die Eier haben, sich mit dem anzulegen. Der eine bist du und der andere ist Til Schweiger. Ja. Heute legst du dich mit Til Schweiger an. Nö. Also, naja, man kann das schon so lesen. Nein, wie kann denn ein Hahn sich mit seinem Küken anlegen? Macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt bist du der Hahn und Schweiger ist das Küken. So ist es, ja. Was macht ihn zum Küken in dem Zusammenhang? Ja, weil ich ihn damals entdeckt habe und weil ich ihn gefördert habe und beschützt habe und seinen Weg immer positiv begleitet haben. Du musst das mal genau erklären, weil das ist in der Presse nicht genau ersichtlich. Die Presse interessiert mich nicht. Es geht ja die Wahrheit. Es gibt ja eine Wahrheit. Und was die Presse schreibt, ist ja meistens nicht die Wahrheit. Und sag die Wahrheit. Was ist, na, die Wahrheit, wo hast du denn entdeckt? Der Till hat ja mittlerweile 3 Biografien geschrieben. Ist ja auch, finde ich, interessant für einen 52-jährigen Mann. Das heißt, jedes Jahr deckt 17 Jahre ab. Jede Biografie deckt 17 Jahre ab. Und in allen 3 Biografien vom Till steht ja drin, wie es war. Da steht ja, brauchen wir nur nachlesen. Okay. Und ich habe dasselbe auch nur immer gesagt. Ich habe gesagt, der Till war damals in der Lindenstraße und ich habe einen Boxer gesucht für meinen Boxerfilm und ich habe sofort gemerkt, dass es funktioniert, weil Till ein Frauentyp ist. Habe ich sofort gesehen. Und weil er auch ein Boxer ist. Alle haben ja abgesagt. Alle. Der Verleih hat gesagt, er will nicht. Heiner Lauterbach hat gesagt, ich habe keinen Bock auf Laien. Der Verleih hat gesagt, wir wollen nicht mit jemandem spielen, der uns auf Maggi-Koch-Studio runterzieht, weil Willenstraße war damals auch Video gedreht. Dann hast du diese Nachzieher, diese typischen, wie Maggi-Koch-Studio. Niemand wollte Till Schweiger, niemand. Und ich habe mich durchgesetzt. Ich habe gesagt, ich scheiß drauf, auf eure Meinung, ich mache das. Und da kannst du ja jeden fragen, steht ja bei ihm im Buch auch so. Und habe ich ihn bei mir vorboxen lassen. Ich habe nicht so ein normales Vorspiel gemacht, guck mal von links nach rechts, guck mal böse, guck mal lustig. Nein, der sollte boxen. Da habe ich meinem Trainer gesagt, ich habe ja 2 Schulen gehabt in München. Ich sage, mach mal nicht so hart. So, und dann Till am Boxen, bum, 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 bum. Er hat gesagt, ja, er hätte früher geboxt bei der Regionalliga da in Köln. Okay. Und dann sage ich, okay, geh jetzt mal duschen. Und dann frage ich den Trainer, sag mal, und wie war das? Er hat nicht ernst gemacht, hätte ich einen K.O. gehauen. Okay, kam Till von der Dusche, zu mir nach Hause gefahren, ich wohnte am Ammersee damals. Und im Auto frage ich den Till, und wie war's? Sagt Till, ja, wenn ich ernst gemacht hätte, hätte ich ihn umgehauen. Ich sage, okay, hast die Rolle. Und dann wollte er Bedenkzeit haben. Ja. Ich bin auf der Lindenstraße und da ist sehr erfreut, da habe ich ein Jahresauskommen von 68.000 Mark und soll ich das aufs Spiel setzen? Sag, pass auf, Till, willst du ein Filmstar werden oder willst du im Maggi-Koch-Studio enden? Ja, hast recht, okay, ich spiel mit. So, das ist die ganze Geschichte und die steht ja auch so drin. Und wenn du noch einen Zeugen brauchst, kannst du ja mal eine Ex-Frau fragen. Sabine von Madel war ja dabei. Ne? Okay. Also Küken und Hahn hin und her. Ja. Trotzdem seid ihr, die sich ja lange genug kennen, plötzlich in so einer Situation, wo ihr anfangt, euch über Öffentlichkeit anzugiften. Oder zumindest wird da was gesagt und dann wird da zurückgeschossen. Ja. Und dann wird der eine, also er sagt, hey, also du, um den Sachverhalt mal zu klären, du sagst, Honig im Kopf, das Buch ist ein Plagiat. Nö, habe ich nie gesagt, das Wort. Okay, dann habe ich... Ich habe gesagt, wörtlich, ich gebe von mir nur einen ganz lieben Brief an Spiegel, einen Leserbrief. Und da steht drin, weil Till so erzählt, wie man Drehbücher macht. Und zwar gibt es 3 Plotpoints und 3 Handlungsstränge pro Akt. Dann sage ich, Till hat nicht beim Schreiben 3 Akte im Kopf gehabt, sondern hat beim Schreiben, ich fand das ein gutes Wortspiel, warum nicht im Kopf, meinen Film im Kopf gehabt. So. Und außerdem ist er nicht 94 zum Film gekommen. Ich habe Spiegel auch kritisiert, weil sie sagten, Till ist 94 zum Film gekommen. Das stimmt nicht. Till ist 92 zum Film gekommen durch meinen Film, Er bist bluff. Womit er den Ophüls-Preis gewonnen hat und dann ging seine Karriere so ab. So, das habe ich gesagt. Ist Manta nicht davor gelaufen? Ja, da ging Karriere nicht ab. Da war ja 1,5 Jahre totenstille am Telefon. Steht ja auch in seiner Biografie. Niemand hat ihn angerufen. Niemand. Alle, die sich später auf das aussetzen. Ne? Sönke Wortmann, Bernd Eichinger, bla bla. Keiner hat angerufen, die haben alle nur gewartet. Und das habe ich ja immer gesagt. In Deutschland ist es so, die warten immer, bis einer einen zum Erfolg verhilft. Bei Jürgen Vogel hat auch keiner angerufen, ne, bis ich ihm die Hauptrolle gegeben habe. Bei Till hat auch keiner angerufen. Till musste dann wieder in der Lindenstraße arbeiten. Ne? Also, wir halten mal ganz kurz fest, du bist nicht nur der Entdecker von Till Schweiger, sondern auch von Jürgen Vogel. Ja, von 30 anderen auch noch. Ja, aber
so viel Zeit haben wir hier nicht, dass die 30 Namen, außer du schaffst sie jetzt alle hintereinander ja, weg. Ja, FM Einer, Dralle Richter, Jennifer Nitsch, Uwe Fellensieg, Nikola Kinski. Reicht ja, ne? Ich möchte bei dem aktuellen Ding einfach nochmal hängen bleiben, weil Til Schweiger widerspricht dir und sagt und fängt dann immer an, so Sachen zum Beispiel bei Facebook zu schreiben, ey, geh mal arbeiten oder lass dir mal wieder beim Promi-Boxen auf die Nuss hauen, du Schwachmat. Und dann schreiben Leute da irgendwie drunter. Und für jemanden mit deiner Geschichte, dem es früher auf den Sack gegangen ist, dass sich Leute über deinen Namen lustig gemacht haben, geht dir das nicht höllisch auf den Zünder, dass sich Leute über deine Wahrheit lustig machen? Grundsätzlich Blogs lese ich überhaupt nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Facebook interessiert mich überhaupt nicht. Und bei Tils Reaktion siehst du doch, dass er nicht auf den Punkt reagiert, sondern irgendwie meckert und schimpft und rumschreit. Und da habe ich ja nur geantwortet, wer schreit, hat Unrecht. Einfach so. Schau mal, es gibt ja nur eine Wahrheit. Er und ich, wenn wir ganz alleine im Bett liegen, ohne Presse dabei, nur vor uns selber und dem lieben Herrgott, wir wissen ja, wie es war. Auf der anderen Seite, sagst du also, dass du ihm auch nicht böse bist und du sagst, wir können uns doch versöhnen oder so? Er hat ja zurückgerudert. Er hat ja gesagt, er könnte sich vorstellen, dass wir mal zusammen arbeiten und so weiter. Daraufhin habe ich gesagt, interessiert mich gar nicht, so ein Tatort mitzuspielen. Naja, auf der anderen Seite sagt er in dem Moment aber auch sowas wie, du könntest mal eine Wasserleiche. Das war jetzt, als ich gesagt habe, mich interessiert das nicht, im Tatort mitzuspielen. Muss ich mal gucken. Aktion, Reaktion, Gegenreaktion. So sind wir. Und daraufhin habe ich gesagt. Du würdest wirklich nicht in einem Tatort von ihm mitspielen? Nein, interessiert mich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann soll er doch jetzt mal Kunst machen. Weil Kommerz hat er ja genug gemacht. Ne? Und als Helene Fischer kann er doch bei Iggy Pop jetzt mal mitspielen. Aber und das ist auch kein Argument, was dann in der Presse mal angeführt wird zum Beispiel. Ne? Dass Till ganz erfolgreiche Filme macht und die müssen doch gut sein. Das ist doch völliger Unsinn. Bei Till ist es so, älterer Mann kriegt Alzheimer, junge Frau holt ihn aus dem Heim, entführt ihn, dritte Handlungsstrang, flieht nach Venedig, statt seiner Träume. Bei mir ist so, älterer Boxer kriegt Alzheimer, jüngere Ärztin holt ihn raus, fliehen zusammen, dritter Plotpoint nach Venedig, statt seiner Träume. Also wer da keine Ähnlichkeiten sieht, ist entweder behindert oder ist blind.